So. Ja, ich glaube, ich werde... Der Fuß gerade auf dem Ding da. Ich glaube, ich werde dieses Jahr wirklich halt mal Dark Souls spielen. Also halt auch im Stream, ne? Ich habe Angst. Das wird wirklich... Das könnte auf jeden Fall meinem Autismus auch stören, wenn ich dann, keine Ahnung, einen Stream lang mal nur an einem Boss sitze und mir denke, Hilfe. Die sind nahe. Siehst du die Türme? Ich sehe keine unproduktiven Folgen, aber das wird passieren. Es ist Dark Souls. Aber wenn ich von Anfang an vielleicht mit einer anderen Stimmung daran gehe, von Anfang an sage, hey, einfach machen, was ich schaffe in knapp 3 Stunden, dann passt das schon irgendwie. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, längere Streams machen, theoretisch. Wieder so wie bei Last of Us oder so, 1/2 Stunde. Folgen. Schieß mich ab, du geile Sau, ich will nochmal. Das war... Ja, okay. Ja, chill, Madame. Also ich habe das jetzt geschafft, auf jeden Fall mit der Rakete zurückzulenken, aber irgendwie ist es halt doch nicht das Richtige. Zumindest nicht für die Fertigkeit. Für die Trophäe muss ich halt das machen, ich sterbe, Hilfe, aua. Muss ich halt, das machen, nur auf einen Hubschrauber, Hilfe. Kurz mal chillen. Oh oh. Oh, warte mal, ich kann, glaube ich, Leute killen, indem ich ins Wasser gehe. Bringe Trophäe. Habe ich es geschafft? Anscheinend nicht. Bin sehr enttäuscht. Warte, ich glaube, ich bringe mich um. Ha! Genau, ich habe es geschafft, ich bin gestorben. Ich wollte... Ich habe gerade gesagt, ich sterbe mal, damit ich das nochmal versuchen kann. Also das ist anscheinend doch nicht die Lösung für die Trophäe. Für die Fähigkeit zu freischalten. Ah! Ich bin ins Wasser gefallen, Hilfe! Ich hab's überlebt irgendwie. An einem Ort, wo literally kein Blitz existiert. Das ist natürlich super. Natürlich fantastisch. Okay. Das wird Clips geben. Danach kannst du dann auch die Kingdom Hearts Pause machen. Well, happens. Oder so. Ja, fuck, Alter, wie komme ich denn jetzt? Oh. Okay. Aua! Aua! Ich lebe. Hilfe, ich lebe noch. Aber nicht mehr lang. Nicht so weitermache. Scheiße. Ja, ein bisschen anders lenken so hin. Oh, hier ist Wasser. Hilfe. Warte mal. Wartet. Haben Plan. Hehe. Eieiei. Im Spiel passieren Dinge, die ich nicht verstehe. Oh. Weg. Weiter geht's. Hier hätte ich jetzt die Ionen-Dings echt gut gebrauchen können. Darn it. Oh. Was? Aber es gibt auch gute Punkte, wenn man... Naja, okay. Wenn du das sagst, nix. Nixi Dixi. Kein Bock, KI. Bewegung, Mann! Oder ich hau ohne dich ab!
Hier sitzt eine Person, die jedenfalls Tipps geben kann bei Dark Souls. Habe alle Ableger bis auf Demon's Souls durchgespielt. Freak. Kling des Todes. Ich hasse Klippen. Ja. Auf damit und komm an Bord. Aber das wär, ich bin an Bord, Frau. Oh Mann. Hier draußen geht's echt mehr. Cool. Warte, hier liegt eine Leiche drauf. Wow. Sie ist runtergefallen, scheinbar. Sieht aus wie noch ein Milizlager. Zeig's den Idioten, damit wir weiter können. Mit Vergnügen. Hä? Der lebt noch. Wow! Bin tot! Was war das denn? Sieht aus wie noch ein Milizlager. Zeig's den Idioten, damit wir weiter können. Mit Vergnügen. Okay, jetzt nochmal kompetent bitte. So ein bisschen zumindest. Darf dem Schiff keine Musik spielen? Ich weiß es nicht. PS3, da kann man nicht so viel verlangen. Arme Kerle. Zum Glück musste ich das nicht mit ansehen. Pff. Hey Mann! Am Ufer hat sich was bewegt. Die deutsche Synchronisation lässt auch echt ein bisschen zu wünschen übrig. Mann, zum Glück musste ich das nicht mit ansehen. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, ob ich dann Festival of Blood, ob das dann tatsächlich die deutsche Version ist oder nicht, weil ich habe es ja im US-Store gekauft. Deswegen wahrscheinlich nicht. Weil, oh Gott, die Geschichte kann ich auch noch mal erzählen. Ey, der PS3-Store, ne, mittlerweile, der ist halt so kaputt. Ich habe es ja auch erst gekauft, jetzt als dann quasi rauskam, dass PS3-Store geschlossen wird. Und im deutschen Store gab es es halt nicht mehr. Deswegen bin ich in den US-Store gegangen, da gab es es noch. Habe aber rausgefunden, ich glaube, das lag gar nicht daran, sondern einfach nur der Kaufen-Button war einfach weg. Weil ich habe neulich mir Castlevania Harmony of Dissonance nochmal gekauft. Nee, Despair. Dissonance war das bei der GBA-Teil. Halt das PS3-Spiel. Und da fehlte auch der Kaufen-Button, aber wenn ich quasi da, wo der Kaufen-Button wäre, mit dem Zeiger halt hingegangen bin, dann war halt, ne, ich konnte halt dahin drücken, aber dann war halt kein, also es war halt nichts auf dem Bildschirm. Dachte mir so, hä? Wo geht denn der Zeiger hin? Hab einfach X gedrückt und dann war ich im Kaufen-Bildschirm. Da war ja toll. Es fehlt einfach nur der Button. Wahrscheinlich war das bei dem, bei Infamous auch so. Aber gut, das habe ich seit einem anderen Store gekauft. Ist ja egal. Was wird das, wenn es fertig ist? Bom, bom. Autsch! Ich bin tot. Geil, das soll. Der PS3-Store funktioniert noch. Ja. Es sollte ja ursprünglich letztes Jahr im Juni oder so war das ja, glaube ich, runtergenommen werden. Aber nachdem sich halt alle so beschwert hatten, wurde das quasi verworfen. Bisher ist noch kein neues Datum bekannt, aber es wird nicht lange dauern, denke ich. Bis er tatsächlich schließt. Ah, ich habe ja eigentlich alle wichtigen Spiele, glaube ich, schon gekauft, die es nur da gibt. Infamous, Rain, Echo Chrome 1 und 2, das Castlevania-Spiel. Ja, keine Ahnung. Ich habe überlegt, mir noch dieses Dings da zu kaufen. Wie ist es noch, das was Dennis im Adventskalender auch gezeigt hat? Tokio, irgendwas. Wo man so Tiere spielt in so einem zukünftigen Tokio und dann irgendwie überleben muss. Aber ich glaube, das Spiel an sich ist halt nichts für mich. Ach, das gibt's halt nur da. Was wird das hier eigentlich? Auch hier gerade in einem Boss erstmal keine Musik. Juhu. Ja, wir müssen hier weg. Der wird wahrscheinlich wirklich nicht so gnädig sein. Oh, ich hab tatsächlich einen Ionensturm. Bada 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 bada. Elva Kill. Da gibt's einfach eine Trophäe. Ich will auf jeden Fall eine Trophäe für Ionensturm ein paar Mal einsetzen. Ich glaube, die kriegen wir bald. PS3 hatte auch ganz nette Spiele. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Online-Exclusive. Rain war ein echt schönes Spiel. Und Infamous wird vielleicht auch ganz nett. Ich fürchte, da müssen wir jetzt durch. Sie zerfetzen das Boot. Bleib ruhig, wir sind fast da. Sagen, ich kann es nicht nur auf der Wüste hier killen. So viele. Was?
das? Ein Zeichen, dass wir Rayman Revolution Restore. Halt den Mund. Vielleicht bemerkt's uns nicht. Also, bis später. Bis später, Tobi. Pibos. Popi. Hier ist so wenig Diverses. Ja, naja, weiß ich nicht. Musst du halt wissen oder so. Spiel halt das, worauf du Lust hast. Mache ich nämlich auch. Nämlich fast alles irgendwie gefühlt. Außer, weiß ich nicht, alles was mit Point and Click, Aufbaustrategie und knüppelharten Spielen zu tun hat. Wobei knüppelhart. Ja. Reden wir nicht drüber? Sie zerfetzen das Boot. Ja, wenn man Friesenjunge guckt, das ist schon ein Commitment auf jeden Fall. Da ist schon, da ist schon die Hälfte des Tages weg. Ich muss weniger Videos machen, glaube ich. Ein Zeichen, dass wir da sind. Halt den Mund. Guck meine Videos einfach nebenbei. Beste für uns alle. Oder so. Weißt du, wo Tobi hin ist? Wo denn? Streamt er selber? Nein. Wieder Overwatch. Point Click gibt's von mir. Hm? Point Clicks sind super zum Zugucken. Also keine Ahnung. Wenn ich halt nicht nachdenken muss, sondern wer anders für mich nachdenkt. Nicht bemerkt. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Die echte Show kann losgehen. Nix war still, als sie uns rausführte. Rausführte in... Ich konnte es nicht glauben. Einen kleinen Teil von Empire City. Mit schmerzerfüllter Stimme erzählte Nix ihre Geschichte. Verstehe ich nicht. Sie erzählte mir von Bertrand mit der Strahlenkugel und den Verstoßenen. Es waren Prostituierte, Sumpfbewohner, alle deren Tod wohl niemand bemerken würde. Nix sah, wie ihre Familie in der Explosion verschwand. Danach blieben nur die beiden übrig. Nix war also ein Konduit. Ihr Körper konnte die Energie der Strahlenkugel aufnehmen und ihre Kräfte freisetzen. Dasselbe galt wohl für diesen angeblichen menschlichen Puristen Bertrand. Auf dem Rückweg in die Stadt konnte ich nur an eins denken. Wenn Nix am Rand der Explosion in so ein Kraftpaket verwandelt wurde, was war dann mit Bertrand? Dem Typen im Zentrum. Ich musste es jemandem zeigen und beweisen, dass es echt ist. Dachte, der Dämon würde es verstehen. Wir schnappen uns Bertrand, Nix. Oh, ich weiß. Ach so, bist aber zwar eine Insel, ne? Es ist nur das... Ich muss mich abreagieren. Ich sitze schon zu lange in diesem verdammten Boot. Was geschieht gerade? Ich höre sie, glaube ich, wegblitzen, aber ich bin mir nicht sicher. Bin doch in ihrer zweiten Insel. Never mind. Okay. Hätte gedacht, irgendwie, keine Ahnung, dass wir irgendwie so eine Runde gemacht haben. Eine Rundreise, wobei wir dann hier so, ne? Blablabla. Nicht so wenig sind wir nur gefahren. Ist ja lustig. Naja. Tobi guckt jetzt wohl Resi 1 Remake im Stream. Ja, spiele ich hier dieses Jahr auch ganz ruhig. Immer noch Portland, ja. Aber ist ja eher so, weißt du, die Mainland und, vergessen, wie die andere hieß. Was sind ja nur zwei. Okay. Was jetzt? Vorher geht ja auch schon wieder eine Viertelstunde. LOL. Erreichen Sie das Trockene? Achso, meine Mission ist noch gar nicht fertig. Hä? Mission noch gar nicht fertig? Oder was ist hier los? Hey Jungs, große Neuigkeiten. Wir müssen uns beraten. Aha. Doch, ich war gerade schon verwundert. Ah, schon besser. Ah, guck mal, jetzt kann ich den Teil hier mal einnehmen. Andauernde Freiheit. Ich denke mal, wenn wir damit auch fertig sind, dürfen wir auch eine Trophäe dafür geben. Wenn wir die erste Insel komplett eingenommen haben. Hoppala. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Punkt gesetzt.
Falsche Schulterliste. Wie fandest du das Razzie-Video? Peinlich, lustig und irgendwie. Achso, stimmt. Habe ich gerade gelesen, noch nicht darauf geantwortet. Ich fand es interessant, dass du so Schiss hattest. Also, ich fand das sowieso lustig. Also, weiß ich nicht, Offense oder so. Das ist halt lustig, weißt du, du spielst die Spiele, hast ja auch Remake und Zero gespielt und kaum streamst du oder nimmst du auf, hast du Schiss. Finde ich irgendwie witzig. Weil ich würde halt eher denken, wenn, dann ist es eher andersrum. So im Stream zum Beispiel. Gut, Aufnahme ist nochmal ein bisschen was anderes, aber im Stream ist man ja nicht alleine. Und so, wenn man dann alleine im Dunkeln sitzt. So. Aber irgendwie war interessant. Aber der Easy Mode ist halt echt lächerlich. Termin wusste ich auch vorher, aber. Hat die Zerstörung der Stadt eine destabilisierende Wirkung auf die Wirtschaft des Landes wie auch auf die Weltmärkte. Wichtige Ölimporte verzögern sich. Das Zentrum des US-Handels, die Empire-Aktienbörse, ist zerstört, was unser Land Milliarden kostet. England könnte daran liegen, dass die Stadt nicht mehr existiert. Sagen den USA ihre Unterstützung zu in dieser Krise, haben aber alle Reisen in unser Land untersagt, damit mehr über die Empire-Gefahr bekannt wird. Trotz der globalen Wirtschaftskrise macht ein Unternehmen weiterhin Profit. Vermark 88. Die südafrikanische Sicherheitsfirma verkündete heute, man sei nunmehr das größte private Militärunternehmen der Welt. Vermark erhöhte seinen Umsatz um 43% in den letzten 5 Jahren. Private Military. Dank lukrativer US- soll jetzt nächstes so, Krieg im Irak. Was auch immer. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. So, Mission. Hi, was geht? Andauernde Freiheit. Die Miliz hat gerade Gefangene in der Zeit gebracht. Müsste ich Resi 1 nämlich dann ausstreamen, nach dir. Als Köder für die Monsterjagd. Das für die Klicks. Los geht's. Teil 3 gibt es dann eine echte Stadt. Diese Privatarmee gehört bestimmt Bayer Monsanto. Ja. Oder Nestle im Zweifel. Oder Putin. Rasputin. Sind das meine Feinde? Ja. Also, muss ich die besiegen? Ups, Entschuldigung, ich wollte dich nicht töten. Weißt du, was ich glaube, ich gleich mal machen werde zwischen den Folgen? Einfach, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch die Chance dafür habe. Ich glaube, ich werde gleich mal wirklich gucken, wie ich diese Fähigkeit freischalte mit diesem komischen Raketen zurückstoß. Oh, cool. Was machst du denn hier? Moin. Quatsch. Einfach damit ich Bescheid weiß und das vielleicht mal machen kann. Weil ich habe ja gedacht, okay, das kriege ich dann bestimmt mit der Trophäe da. Dann habe ich geguckt, wie die Trophäe geht. Aber das scheint ja nicht die Lösung zu sein. Wie oft waren wir jetzt schon hier? Warum die eine Geisel so weit weg. Das ist doch Bullshit. Bullshit! Unter deinem Burgerladen. Da war ich schon echt lange nicht mehr. Ich muss mal wieder. War so teuer. Also geht aber. Ich bin geizig. Bin Einzelkind. Hui! Wow, das war interessant. Ich finde es aber auch cool, dass die Gegner unterschiedlich markiert sind auf der Map. Also die komischen Viecher hier sind diese Sterne. Ja, mein Gegner sind Viecher. Versuch mal was zu finden. Keine Ahnung, wonach ich suchen muss. Tu es also gleich. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht, ne? Du wüsstest gar nicht, was du jetzt suchen sollst. Ich weiß nämlich auch nicht genau, wonach ich gleich suchen soll. Irgendwie, warte. Kräfte, warte, was ist denn das hier? Gravitationsexplosion. Genau, schaffen Sie einen Gummirakete-Stunt. Können wir da googeln, Gummirakete oder so. Oder Gravitationsexplosion. Ich versuche ja mittlerweile auch Dinge mal auf Englisch zu suchen, weil man dann einfach mehr findet. Gummy Rocket, heißt wahrscheinlich anders irgendwie. Rubber Rocket, keine Ahnung. Hey, kann ich ja irgendwas kaufen? Nö, ne? Das haben wir bald. Kriegen wir vielleicht heute sogar noch. Und bald sind wir auch auf Level 3. Ich glaube, da kriegen wir sogar noch eine Trophäe, ne? Dafür, dass wir alle positiven Karma-Upgrades haben. Vielleicht sogar nach der Mission hier. Ich glaube sogar eine. Das ist, glaube ich, sogar eine Silbertrophäe, wenn ich mich nicht täusche.
Spannend, spannend. Ups. Vielleicht habe ich was. Wäre nice. Hui. Jo. Siebenfach Kill. Oh, ich habe auch eine Geise getötet. Ne, habe ich nicht. Wo ist die Geise? Ach, da, ach, die hängt da wieder. Wie so ein Sack Reis. Am Strick. So, wie geht das? Ich muss einfach nur auf die Seile ballern. Wie ein Horizon. Hui. Boah, ich hoffe, ich kann nicht weiterzocken, Mann. Mach mich fertig. Scheiß PS4. Ja, meine PS4 macht ja sowieso schon seit Jahren Probleme, ne? Das Laufwerk, was irgendwie Schrott ist und keine Blu-Rays mehr abspielt. Also Film-Blu-Rays, Spiel-Blu-Rays, alles gut. Was hier halt so ultra laut ist bei mir. Wenn diese Internetprobleme manchmal, also einfach, wenn ich lange irgendwie online war, danach einfach kein Internet mehr plötzlich da ist, ich sie quasi nochmal neu einstellen muss, das ist alles so weird. Die Konsole ist einfach nur weird. Vielleicht ist sogar objektiv betrachtet die PS4 die schlechteste PlayStation-Konsole. Ich sag nicht jetzt, dass die Spiele schlecht sind oder sonst was. Wenn man überlegt, ne, alle PlayStation-Konsolen hatten echt immer einen sehr großen technischen Fortschritt eigentlich. Von 1 zu 2, von 2 zu auf 3. Da hat man schon deutliche Unterschiede erkannt. Oder auch von 4 zu 5. Zumindest was Performance und alles anbelangt. Und 3 zu 4 ist halt, also klar ist auch ein Unterschied, aber halt nicht so ein krasser, finde ich. Naja, ich ist nur meine Laienmeinung gerade, aber. Ich beschwere mich einfach nur, wenn meine PS4 den Geist aufgibt. Ich weiß ja nicht. Gib mir den Ionenwirbel. Geile Nutte. Macht die Folgenlänge? 20 Minuten. Jetzt müssen wir hier nur fertig machen. Und wir jetzt ganz schön viel aus, Brudi. Gib mir deinen Ionenwirbel. Zack. Der Alpha-Explosion, okay. Ja, ich guck gleich mal. Also, du hast mir da was rausgesucht. Ich lese gleich nochmal. Scheiße! Ich lese gleich nochmal Scheiße. Ach, come on. Ich sollte die Raketengeschütztürme auch mal wieder ausschalten. So generell. Das bringt immer XP. Bin fast tot. Gib mir Energie! Energiekristalle. Kopf weg. Oh Gott, jetzt kommt wieder die Scheißviecher von den. Besiege die Verdorbenen. Verdorben. Komm schon, zieh dir jetzt den. Danke. Cool. Ich hasse dieses Spiel, Mann. Warum jieten die einen. Oh Gott. Okay, die anderen sind wenigstens noch gerettet. Warum jieten die einen durch das ganze Gelände? Egal. Ich beende jetzt die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.